Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Preisanalyse-Video. Wir schauen uns die vergangenen Deals an der letzten Wochen und schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, lang ist es her, dass das letzte Preisanalyse-Video von mir kam. Warum? Weil es einfach in der Vergangenheit wenig Deals gab, die ich als profitabel gesehen habe, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Und wer bereits den Newsletter abonniert hat und die Deals empfängt, weiß, dass ich nicht spamme, sondern nur gezielte Deals mit euch teile. Und das kann natürlich auch sehr unregelmäßig sein. Des Weiteren bekomme ich öfters eine Nachricht, dass man überhaupt keine Deals bekommt. Das kann daran liegen, dass ich das Ganze über das Broadcast-Prinzip bzw. über den Broadcast von WhatsApp verschicke. Bei Telegram funktioniert das anders, aber bei WhatsApp ist es notwendig, dass ihr die Nummer, die ihr unten in der Videobeschreibung seht, in eure Kontaktliste mit aufnehmt. So bekommt ihr dann ganz sicher auch die Deals von mir. Deshalb unbedingt die Nummer in die Kontaktliste speichern. So. Des Weiteren steht an die Prime Days von Amazon. Also Mitte Juli soll es soweit sein, dass Prime Days stattfinden. Hier wird es massiv viele Deals geben, die profitabel sind natürlich im Einkauf, um diese dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Deshalb abonniere unbedingt den Newsletter bzw. melde dich einfach für den an. Alle Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das Ganze funktioniert über WhatsApp oder Telegram. So, beginnen wir dann mal mit den Deals. Und zwar ist das hier eine Omen-Maus gewesen, eine Gaming-Maus. Für 11,99 Euro war das Ding zu haben. Ihr seht es hier, genau zu diesem Punkt habe ich das mit euch geteilt. Es wurde auch schnell wieder korrigiert von Amazon nach oben auf 20 und mittlerweile auf 27 Euro. Dementsprechend recht profitabel für den kleinen Preis. Man kann hier das Ganze natürlich, wurde von mir eingeschätzt, ein möglicher Reseller-Gewinn von 5 bis 10 Euro. Ja, es ist durchaus möglich und ihr seht es hier, das Produkt ist auch gut bewertet und dementsprechend spricht hier auch die Vergangenheit dafür, dass der Preis auch hier teilweise bis an die 30 Euro steigen kann. Ja? So, kommen wir zum nächsten Deal. Eine Black & Decker, ein Akkubohrschrauber. Ihr seht es hier, gab es für, in dem Deal, den ich veröffentlicht habe, 73,17 Euro stand jetzt, liegt der Preis bei 116,92. Wir können das auch hier nochmal uns anschauen. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich es mit euch geteilt. Wir hatten schon mal 77 gehabt und dann ging das nochmal auf 73. Also hier gab es ab und zu mal hoch und runter. Nur stand jetzt, sieht der Preis recht gut aus und stabil. Somit wird es sich auf jeden Fall lohnen, das Ganze weiter zu verkaufen, wer hier zugeschlagen hat. Ein möglicher Reseller-Gewinn 30 bis 50 Euro war von mir angesetzt, wenn man das Ganze für etwa 130 Euro verkauft. Also ist durchaus möglich, auch das Ganze bei eBay oder eBay Kleinanzeigen weiterzuverkaufen. So, kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar gab es hier ein Besteckset mit einem Gutscheincode, der angewendet werden musste. Galeria 20, hier aufpassen, wenn es mal bei einem nicht funktioniert. Manchmal sind die Gutscheine nur in Verbindung einer Kundenkarte möglich. Eine Kundenkarte könnt ihr hier ganz einfach kostenlos bei Galeria auch beantragen und habt somit hier die Möglichkeit, den Gutschein auch zu nutzen. Dieser Gutschein war 20%. Und bei 99,99 Euro, 20% runter, lag der Preis für dieses Besteckset bei 79,99 Euro. Und vergleichbare Preise habe ich hier gesehen bei Idealo ab 125, bei eBay ab 125. Ich habe mir das Ganze nochmal hier aufgerufen. Ihr seht es hier, hier haben wir ein Angebot jetzt bei 120 Euro, immerhin noch recht profitabel. Also hier möglicher Reseller-Gewinn von 10 bis 20 Euro. Ich habe das Ganze hier auch nochmal bei Amazon aufgerufen. Hier gibt es nur einen Anbieter und da auch für 169 Euro dementsprechend recht profitabel zum Weiterverkaufen. Gucken wir uns mal den nächsten Deal an. Und zwar ging es hier um eine Star Wars-Reihe 1 bis 9. So,
Hier war es, ja, das war genau der Preis, 119,97. Genau so habe ich das auch mit euch geteilt. Möglicher Resellergewinn circa 20 Euro, ja. Preis stand jetzt 164, also das Ganze war recht lange zum Angebot drin. Und nun ist das Ganze wieder auf seiner eigenen Position. Und wenn wir mal ein Jahr zurückschauen, solche Tiefs gab's stand jetzt noch ja, selten. Zumindest, sonst ist der Preis immer sehr stabil, was auch das Ganze auch bei eBay und den anderen Marktplätzen so also gegeben ist. So, dann kommen wir schon zum nächsten Deal, und zwar ging es hier um eine Tablet-Halterung für die Wand, eine sehr stabile und robuste Halterung. Ihr seht das hier, auch die Bewertungen sind recht gut, über 1000, 4 Sterne. Preis jetzt, stand jetzt immer noch der, wie ich das mit im Deal veröffentlicht habe, und zwar für 39 Euro. Also ihr habt noch die Möglichkeit hier zu kaufen. Falls ihr das gerne möchtet, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung dazu einen Link finden. Sonst gucken wir uns mal die Preishistorie an, und hier sehen wir auch, der Preis war in der Regel immer über 70 Euro, dementsprechend eigentlich recht profitabel. Stand jetzt haben wir das ab dem 8. Mai bei 39 Euro bis jetzt, also 10 Tage. Es kann sein, dass es mal schnell wieder nach oben korrigiert. Dementsprechend hier, wer möchte noch zuschlagen, so seid ihr hier definitiv auf der sicheren Seite. Ein möglicher Resellergewinn, wenn man das Ganze für ja so ab 65 Euro weiterverkaufen kann, würde hier bei 10 Euro liegen. So, und dann kommen wir schon zum letzten Deal. Wie ich schon gesagt habe, es sind wenig Deals gewesen. Eine Shakun mechanische Tastatur, Gaming-Tastatur, seht ihr hier für 41,99. Tatsächlich ist es auch hier wieder genau der gleiche Preis, weil diese Deals noch recht frisch sind von letzter Woche, Ende letzter Woche. Dementsprechend sehen wir hier auch noch die aktuellen Preise. Die Dealpreise könnt ihr auch gerne einen Link unten in der Videobeschreibung finden dazu und dementsprechend auch hier zuschlagen, wenn ihr möchtet. So, und auch hier können wir in der Preishistorie sehen, dass der Preis immer recht stabil bei über 60 Euro lag, teilweise an die 70 Euro. Hier haben wir jetzt einen Rücksetzer nach unten gehabt, und zwar für 41,99, wie schon gesagt. Und das Ganze ist noch möglich, ja. Und was haben wir hier? Vergleichbare Preise habe ich gefunden. Idealo 71 Euro, eBay 72 Euro. Hier haben wir bei Amazon ab ja, knapp 70 Euro das Ganze zu haben. Also durchaus profitabel. Ein möglicher Resellergewinn von 10 bis 15 Euro realistisch. Dementsprechend einfach mal zuschlagen, wer möchte. So. Und da sind wir schon am Ende. Ihr seht, es sind einige profitable Deals dabei gewesen, und in der Vergangenheit gab es schon richtig gute Deals. Und ich bin mir sicher, dass wir noch bis Prime Days einige Deals haben werden. Deswegen abonniere gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und wenn du die Deals bekommen möchtest, alle Informationen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, ob per WhatsApp als auch per Instagram, das Ganze möglich, kostenlos und unverbindlich. So, damit bin ich am Ende des Videos. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir gerne dazu einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist. Viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen und viel Erfolg. Ciao.